dasselbe, was du halt auch in der Villa gemacht hast. Du möchtest ich einfach rede doch gerade gar nicht mit dir. Ich wollte die Sache gerade klären, abschließen. Wenn du drauf, das nicht verstehst, dann halt dich doch bitte erstmal bedeckt. Ich rede doch gerade mit ihm. Bist du sein Anwalt oder was? Also ganz ehrlich, das Wiedersehen, das hat mich jetzt irgendwie... Also viel gesagt wurde, aber es wurde halt auch nicht gesagt, ne? Genau, viel und nicht. Immer ist für mich durch. Ja, und dann zieht er wieder so eine Flapse, guckt in die Ecke, hat keine Argumente. Es ist doch immer das Gleiche mit dir, wirklich. Ja. Und dann das Maurice Aaron-Ding, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich 0,0 mitgekriegt, dass das überhaupt passiert ist. Wie, ach Aaron, gib mir einfach ein Argument. Nee, geh einfach mal in dich. Maurice, wenn einer von uns gut in sich gehen kann und gut reflektieren kann, das haben wir da gesehen, das haben wir danach gesehen, dann bin ich das. Darauf muss ich einen Schluck trinken. Du bist der große Reality-Star. Ich habe für mich festgestellt, ich kann in einer Fernsehshow keine Person so kennenlernen, wie ich es im wahren Leben machen kann. Habt ihr Bock auf Spritzen und Partys? Hätte ja durchaus auch Drama, oder? Nicht zu kurz. Philipp, Kevin, Drama. Martin. Martin, genau, war auch mit Drama. Mit den ganzen Jungen. Basti, Martin, Aaron, Philipp. Das war viel Drama. Die hat Angst, dass sie ihr Spielzeug verliert. Was geht mit euch? Ja, also ich hatte am Anfang, nach so 2-3 Tagen, da habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich gehen will, weil mich das, auch mit Jan, das alles hat mich irgendwie so überfordert, emotional. Was ist drin für Rache? Was für eine Rache? Um ein bisschen Zwiespalt zu säen. Aaron, hast du gerade Angst, dass du vielleicht auch am Ende nicht gewinnst? Ja, cool. Das war das letzte Video zu Charming Boys. Das letzte Video. Crazy, du warst der Abschluss. Da freue ich mich voll drüber. Ja, und danke dir.